Servus Leute, willkommen zu meinem Settings-Video für den Patch 0.14 und Arena. Alles, was ich eingestellt habe, damit Tarkov perfekt läuft und ja, meine Settings wie Controls und was sich da geändert hat, habe ich euch in diesem Video mal zusammengefasst. Viel Spaß! Bei den Settings sollte man immer im Hinterkopf behalten, wie FPS in Tarkov entstehen. Erstmal ist Tarkov CPU gebunden, das heißt, umso leistungsstärker die CPU ist, umso mehr Performance bekommt man und hierbei ist auch die RAM-Geschwindigkeit wichtig. Umso höher die RAM-Geschwindigkeit ist, umso besser kann die CPU arbeiten und umso mehr Daten kann sie liefern. Und dann, im zweiten Schritt, rechnet die Grafikkarte anhand dieser Daten dann die Bilder und wenn die Grafikkarte stark genug ist, dann bottleneckt die nie. Wenn man eine wirklich gute CPU hat, einen X3D von AMD oder ja einen neueren Intel 13. Generation, 14. Generation, dann kann das auch mal passieren, dass die Grafikkarte bottleneckt. Da kann man einiges einstellen, aber die Grafikkarte ist immer so, die limitiert höchstens die maximalen Frames. Das heißt, wenn man auf Factory unterwegs ist und 300 FPS hat, hätte man dann bloß 280, 250 FPS, nur als Beispiel. Die minimalen Frames richten sich immer nach der CPU und dem RAM. Also das ist wirklich die wichtige Hardware. Und die Grafikkarte sollte dann einfach dazu passen, wenn die mal ein bisschen die maximalen Frames limitiert. Auch weil man ein bisschen mehr Grafikdetails eingestellt hat, dann ist es eigentlich gar nicht so wild. Aber da gehe ich gleich noch drauf ein, was ich da gemacht habe und ja, was man da bei der Grafikkarte noch beachten kann. Meine Grafik-Settings. Hierbei ist zu beachten, egal was man hier einstellt, jedes Setting zieht Leistung von der Grafikkarte oder halt weniger Leistung, wenn man auf Low geht. Und da muss man einfach ein bisschen schauen, wie hoch ist die Grafikkartenauslastung. Könnt ihr einfach im zweiten Bildschirm, wenn ihr Tag auf Laufen habt, mal im Taskmanager schauen, wie hoch ist die Grafikkartenauslastung. Habe ich da noch Spielraum oder sollte ich vielleicht von den Details ein bisschen runtergehen oder vielleicht sowas wie DLSS anmachen, um dann bessere Frames zu bekommen. Das erkennt ihr daran, wenn die Grafikkarte öfters über 95% geht, dann ist die Grafikkarte das Bottleneck und da wäre noch einiges drin. Aber das ist halt je nach System verschieden. Müsst ihr für euch selber beurteilen. Meine Settings sind so, meine Grafikkarte geht ziemlich ans Maximum und sie ist hin und wieder das Bottleneck, aber dafür sieht mein Game recht gut aus. Ich habe einen 7950 X3D und das ist somit die beste CPU, die man haben kann für Tarkov und meine RTX 3080 ist halt nicht mehr die neueste Karte und deshalb muss ich so Sachen wie DLSS anmachen. Und das sind meine Settings, also Tarkov sieht sehr gut aus, aber die maximalen Frames sind hin und wieder etwas limitiert, was aber kein Problem ist. Als erstes mal die Auflösung 1440p, Screen-Mode immer Fullscreen, Borderless ja, wenn er wisst, was er tut, aber Borderless hat immer weniger Performance und kann zu hier und da Problemen führen. Richtiger Monitor, 16:9, ist klar. Texturqualität, high, Schärfe der Texturen, Schattenqualität, high, sieht einfach ein bisschen besser aus. Und ich finde auch mit High-Schatten sind die nicht ganz so dunkel, aber ja, es sieht einfach besser aus. Object Lot Quality, das ist die Sichtweite. Meiner Erfahrung nach braucht man nicht mehr als 2,5. Das sind halt die Sachen, die so auf Distanz reinrendern. Wenn euch das stört, dass hin und wieder mal was zu sehen ist, was nicht ganz reinrendert, dann könnt ihr hier ein bisschen höher gehen. Ich gehe auf 2,5. Auf 2 sollte man nicht gehen, weil man dann die Leute nicht mehr sieht. Und Overall Visibility, das ist sozusagen die ja, Renderzahl in die Anzahl in Meter oder Yard, wie weit das Gras und sowas gerendert wird. Und 400 ist dafür schon viel. Alles, was hier höher geht, ja, wird das Gras dann reingerendert. Sieht man kaum und wenn man anlegt mit einem Scope oder so, wird so oder so reingerendert. Also von daher bleibt hier auf 400, alles was hier höher geht, kostet Performance. Dann, ich spiele mit DLSS, weil wie gesagt, meine Grafikkarte sonst das Bottleneck wäre. Wenn ihr die Wahl habt, DLSS oder FSR, ich nehme im Moment DLSS, sieht ein bisschen besser aus, aber FSR 2.2 auch auf Quality sieht in etwa gleich aus. Das geht dann auch mit Karten der 1000er Nvidia-Reihe oder halt mit jeder AMD-Karte. Und wie gesagt, das ist ein Setting, das bringt sehr viel Performance bei der Grafikkarte, ich schätze mal so 40%. Wenn ich das nicht machen würde und nur mit TAA High spielen würde, die beste Kantenglättung, die ich empfehle, wenn man nicht mit DLSS spielt, dann ja, hätte ich wesentlich weniger FPS, deswegen DLSS ist bei mir Pflicht. Wenn ihr eine sehr gute Grafikkarte habt und da noch Luft habt mit der Auslastung, spielt auf jeden Fall mit TAA High und lasst DLSS oder FSR aus. Und ansonsten HBAO und SSR, das sind so die Spiegelungen und sowas, lässt das Game einfach besser aussehen. Habe ich hier auf High Performance und SSR habe ich auf High. Bei Arena habe ich diese beiden Settings hier aus, weil die belasten die Grafikkarte ein bisschen mehr. Beim normalen Tarkov ist es okay. Bei Arena hat man so, wenn man das hier auslässt, also ich zumindest, deutlich mehr FPS. Deshalb habe ich die zwei hier im normalen Tarkov an, dass es besser aussieht. Und in Arena, wo es natürlich ein bisschen mehr competitive ist, habe ich die auf Off. Dann anisotropische Filterung habe ich hier auf Per Texture, einfach ein bisschen schärfere Texturen und zieht kaum Performance. Nvidia Reflex ist nicht mehr verbuggt. Es war früher verbuggt, ist nicht mehr der Fall. Auf On plus Boost, wenn ihr Nvidia habt. Und das ist einfach für den Input-Lag. Und ja,
für ein bisschen mehr FPS. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ist hauptsächlich der Input-Lag. Dann Sharpness habe ich auf 0, da ich Streamer bin. Und ja, dadurch die Streamqualität leidet. Ansonsten kann man da ein bisschen hochgehen. Das müsst ihr entscheiden. Dann Lobby-FPS. Ist klar, Game-FPS sind unlimited, weil ich Nvidia Reflex habe. Ich habe aber im Treiber meine FPS auf 200 gecapped. Meine Refresh-Rate vom Monitor ist 165 und meine FPS sind auf 200 gecapped. Und dann hier unten MIP-Streaming kann man anmachen, wenn man vielleicht eine Grafikkarte mit etwas weniger seht ihr das hier? MIP-Streaming. Mit etwas weniger hier VRAM hat, aber bei mir eigentlich noch nicht nötig. Ich habe 10 GB VRAM mit der 3080. Ist am Limit, aber es ist noch, also ich habe es noch nicht an. Könnt euch überlegen oder einfach mal für euch ausprobieren. Ansonsten sind hier unten alle Häkchen aus, also auch Grass Shadows, den ihr gerade nicht seht. Alles aus, das sind letzten Endes ja bloß so Details, die auch auf die Grafikkarte gehen, Chrome Aberrations. Es sind so Sachen, die lenken einen, ja, die gehen auf die Übersichtlichkeit, dass es ein bisschen besser aussieht. Das Einzige, was ich anhabe, ist Streets of Tarkov Lower Resolution Mode. Ist so ein Workaround-Mode, den es seit dem letzten Vibe gibt, damit der RAM nicht so belastet wird auf Streets. Und ich habe festgestellt, ja, 50% weniger RAM-Auslastung. Würde ich empfehlen, macht es an, bis ihr das wirklich alles im Griff haben. Und ansonsten war es auch schon mit meinen Grafik-Settings und wir schauen uns mal PostFX an. Meine PostFX-Settings, da habe ich Brightness auf 25, Saturation auf 25, Clarity auf 30, Colorfulness auf 50. Hier Luma Sharpen und Adaptive Sharpen habe ich wieder auf 0, einfach um die Streamqualität ja höher zu halten. Könnt ihr für euch ein bisschen einstellen. Ich würde es auch einstellen, würde ich nicht streamen, aber ich habe es auf 0. Dann Color Grading habe ich hier Clifton. Es ist eine schöne Color Grading, finde ich. Und die Intensity auf 42 und Tritanopia Colorblind Mode. Und da kann man letzten Endes die Farben noch ein bisschen anziehen. Habe ich auf 33. Und ich habe natürlich Settings für normal, also für Tag- und Nacht-Settings. Und da kann ich mal kurz Visualize machen. Halt, Moment, da müssen wir mal kurz Night Vision anmachen. Ist hier so, ja, ich sag mal so 21 Uhr. Und da kann man eigentlich ganz gut seine mal die PostFX-Settings zeigen. Die habe ich, dass es nicht so überblendet. Und dann stelle ich einfach an, ein basierend natürlich auf meinen Tag-Settings, dass das auch möglichst einfach umzustellen ist. Hier Brightness auf 0. Saturation auf minus 100 und ihr seht schon, dass das viel, viel weniger blendet. Clarity lasse ich auf 30 und die Colorfulness drehe ich runter. Und dann sind es meine Nachtsettings und dadurch kann man halt auch in der Nacht, ja, man wird weniger geblendet und es ist einfach übersichtlicher. Es ist aber trotzdem noch grün. Es gibt ja diese Schwarz-Weiß-Settings. Von denen bin ich kein Fan. Ich bin von den Settings hier mehr Fan, weil man halt, ja, noch dieses Night Vision, noch dieses Grüne hat und Schwarz-Weiß ist irgendwie, das ist mir zu trist, so sieht es wesentlich besser aus und die Lampen und sowas überblenden auch weniger mit diesen Settings als mit den Schwarz-Weiß-Settings, von daher sind sie letzten Endes auch noch ein Ticken besser und sehr zu empfehlen. Meine Controls, die sind nicht mehr sehr Default, ich habe da viel umgebindet und wichtig ist bei Controls, dass die für euch passen. Ihr könnt euch natürlich an meinen orientieren, aber es ist immer darauf zu achten, dass sich da nichts überschneidet, dass zum Beispiel da mit Freelook oder so, dass dann, wenn ihr nach rechts lauft, dann auf einmal nicht der Charakter des Lean anfängt oder solche Sachen passieren gerne mal. Da müsst ihr darauf achten und euch ein bisschen Gedanken machen, wenn ihr irgendwo was hinbindet und merkt ihr dann vielleicht auch erst im Game, dass das vielleicht sich irgendwie überschneidet und bei mir ist es so, da überschneidet sich nichts und es hat aber auch ein bisschen gedauert, bis ich das genau so hingebracht habe, wie ich es dann gern haben wollte. Und es gab jetzt ja auch ein paar neue Binds, wie zum Beispiel Waffe auf links nehmen und Vaulting. Vaulting habe ich nicht mehr auf Space, sondern ich habe es auf V gebindet, extra von Space weg, weil man sonst da zu wenig Kontrolle hat und der vaultet und dann hinterher springt und so, wenn man es bloß auf Space hat. Also ich empfehle auf jeden Fall Bindet Vaulting und Springen einzeln, weil das sonst zu Komplikationen führen kann. Und ich blende mich hier einfach mal kurz aus und lasse kurz meine Settings hier durchlaufen. Dann könnt ihr euch die anschauen und auf Stopp machen, wenn ihr sie sehen wollt. Und meine Sense ist wie immer 0,35 und 25 beim Anlegen und das Ganze bei 800 DPI. Und ansonsten zähle ich hier kurz die Binds und dann schauen wir uns nochmal die die Feinheiten in-game an, die ich euch zeigen will. Also als erstes mal, ich habe Leanen auf den Daumentasten aus dem einfachen Grund. Ich kann Leanen und mich währenddessen bewegen. Also das heißt hier auf der Maus, auf den Daumentasten, hier ist nach links Leanen, hier ist nach rechts Leanen, habe ich Leanen. Weil ich mich währenddessen bewegen kann, ne? Ich kann hier Leanen und dann rumlaufen und das kann man nicht, wenn man das auf Q und E hat. Und Smooth Lean habe ich dann auf Steuerung und A und D. Das macht man eh bloß, wenn man irgendwo an der Kante steht und dann sich, ne, hier orientieren will. Und das macht man selten aus der Bewegung. Und ansonsten, der Bind mit dem Jam Clear ist sehr wichtig. Man kann nämlich hier, ich zeige es euch mal kurz, mal sehen, ob ich das jetzt schnell genug finde.
Wo sind wir? Hier. Check Chamber und Fix My Function. Das ist so ein Trick. Check Chamber, Fix My Function habe ich auf Left Chip und Mouse Wheel Down, dass ich das während des Rennens ausführen kann. Und mal sehen, wo ist Inspect Weapon? Das ist hier weiter unten. Genau. Also, man muss ja immer die Waffe inspizieren, um rauszufinden, was es für ein Gem ist. Und dann hier Check Chamber, Fix My Function, dann durchladen und die My Function fixen. Das kann man zusammenbinden, indem man einfach Inspect Current Weapon auf Continuous hier bindet. Left Shift und Mouse Wheel Down, das halte ich und dann schaut er sich die Waffe an. Dann kommt unten rechts die Meldung, was es für ein Gem ist. Und dann lasse ich los, hier auf Release und dann lädt er durch. Und ich zeige euch das mal kurz. Wir verursachen mal kurz einen Gem. Emergency Reload auf Doppel-Q, by the way. Und Gem seht ihr dann unten rechts, dann kommt so ein rotes Ding. Dürfte jetzt eigentlich gleich passieren. Oh, halt. Ah, doch, da ist der Gem, okay. Und dann halte ich jetzt als Shift und mittlere Maustaste. Dann steht da unten Bolt Jammed und ich lasse los und er lädt durch. Und das Ganze auch während des Rennens. Ich zeige es nochmal ohne Rennen. So, da ist der Jam. Ich halte Shift und mittlere Maustaste, lass los und er lädt durch. Und dann ist der Jam wieder gefixt. Und das ist eine dieser Feinheiten. Dann kommen wir zu den neuen Binds. Also wie gesagt, ich habe Volten jetzt auf V und nicht mehr auf Space, das war am Anfang, ja, es geht schon, aber es ist einfach, man wollte dann irgendwo hoch und dann hält er Space und dann springt er hier oben noch so komisch und so. Man hat mehr Kontrolle, wenn das einzeln gebindet ist. Und dann wollten hier auf V und springen normal auf Space, wieder gebindet und die Waffe auf links nehmen. Die Waffe auf links nehmen habe ich auf X. Und es sollte auch was sein, wo man sehr gut hinkommt. Dass man das auch wieder während des Laufens machen kann, während man angelegt ist und so weiter. Und ich habe mich ganz gut daran gewöhnt. Auf X war vorher Scope umstellen, also rein, rauszoomen. Das habe ich jetzt auf B. Und hier Feuermodus einstellen habe ich jetzt auf Doppel-B bzw. auf J gebindet. Das sind Binds, die waren davor auf ganz guten Knöpfen, also auf B. Und habe ich jetzt ein bisschen weiter weggebindet, weil halt einfach, ja, man hat zu wenig Platz im Tarkov für die ganzen Binds. Aber auf X kommt ganz gut. Und damit kann man auch schön immer die Waffe auf links nehmen. Ist für mich ein Bind, den ich sehr gut erreichen kann. Und ja, ich drücke diese Taste mit dem Daumen. Da haben sich schon mal einige drüber gewundert. Aber ja, so ist es. Und das waren so meine Feinheiten bei den Binds. Und alles andere könnt ihr euch gerne dran orientieren. Wie gesagt, macht euch da eure eigenen Gedanken und wie ihr das am besten bindet. Meine Game Settings. Interface Language Englisch. Ich würde immer empfehlen, spielt auf Englisch. Insbesondere, wenn ihr da auf dem Wiki was nachschaut, dann ist es besser zu finden. Und es gibt hin und wieder Übersetzungsfehler. Also, wenn ihr im Englischen mächtig seid, spielt auf Englisch. Dann Quickslots sind bei mir immer an. Und Stamina, Stance und Health Condition ist auch immer an. Also unten links das Männchen. Und oben, ja, die Binds vom Medkit und sowas ist bei mir immer an. Dann das Männchen oben links habe ich hier auf Monochrome, nicht auf Grün, das kann man hier einstellen. Polychrome wäre grün. Ich finde das Monochrome besser, das Graue. Und dann Highlight Operations, wenn man irgendwas rumzieht, dass man angezeigt wird, wo das hin kann. Dann ein wichtiges Setting, Double-Click-Item-Use in Raid Only. Das würde ich jedem empfehlen. In Raid und Stash bedeutet, dass wenn ihr was doppelklickt im Stash, dass es sofort trinkt. Das heißt, wenn ihr euch einen Moonshine doppelklickt, dann ist der sofort weg. Deswegen macht das In Raid Only an, das erspart euch einiges an Geld und Ärger. Und hier kann man noch einstellen, seit diesem Vibe, Vaulting over Medium Obstacles. Da kann man automatisch drüber vaulten, wenn man dranläuft. Oder auf Hotkey. Ich habe es auf Hotkey. Ich will darüber entscheiden, ob er vaultet oder springt oder was auch immer. Das ist wichtig. Ansonsten hier Automatic RAM Cleaner und Only Use Physical Cores. Only Use Physical Cores ist wichtig. Hat man auf jeden Fall an. Habe ich aber auch noch über Process Lasso dann geregelt. Da kommen wir dann gleich noch drauf. Und Automatic RAM Cleaner, keine Ahnung, ob der funktioniert. Kann man Haken reinmachen oder nicht, probiert es aus, aber ich habe keinen Unterschied festgestellt. FOV, FOV 59, ich spiele schon immer auf 59 und dabei bleibt es auch. Das ist, ja, könnt ihr euch einstellen, wie ihr wollt, ihr könnt auch auf 75 gehen. Ich empfehle nicht so hohen FOV, weil man dann auch auf mittlere Distanz ein bisschen besser spotten kann und so weiter. Headbobbing sollte immer auf niedrig sein, auf 0,2, ansonsten wackelt der Kopf so beim Laufen, das ist nicht so cool. Und mal sehen, hier Malfunction Notification, das ist der einzige Haken, der hier unten an ist, dass man unten rechts so ein kleines Rot oder Gelb bekommt, wenn eine Malfunction ist und das war's auch schon mit den Game-Optionen.
Soundeinstellungen. Als erstes hier oben die Sprache. Das bleibt euch überlassen. Natürlich müsst ihr für euch wissen, wie laut ihr euer Spiel haben wollt. Bei mir ist es 50% Overall Volume. Ich habe Interface auf 30, dass man ein bisschen das Geklicke hört. Chat, Music habe ich auf Off. Wir schauen uns das Ganze hier in der Arena an, weil es hier unten noch extra Optionen gibt, die es im normalen Tag auf nicht gibt. Rund um den Funk mit den Teammates. Binaural Audio, ganz wichtig. Ich habe Binaural Audio an. Damit hört ihr mehr. Gute Audio-Hardware natürlich vorausgesetzt. Und ich habe VoIP an. Dann hier natürlich das richtige Mikrofon auswählen. Noise Reduction, wichtig. Das ist, glaube ich, standardmäßig auf Moderate. Macht's auf Disabled. Das ist dieses Knacken im Funk und dieses Waffeln oder schwer zu beschreiben. Wenn ihr richtig verstanden werden wollt in der Arena von eurem Teammates, macht es auf Disabled. Microphone Sensitivity auch hoch auf 4. Ansonsten Volume und Radio Volume auf 100%. Und dann sollte es auch laufen. Denkt dran, wenn ihr bei Arena was umstellt, kann es sein, dass es bei normal Tag auf nicht übernommen wird. Also wenn man zum Beispiel hier VoIPen auf V hat und dann stelle ich es in der Arena hier Funk auf V, dann ist es im normalen Tag auf wieder anbindet. Das ist ein bisschen doof gemacht. Ich hoffe, das wird in Zukunft noch gefixt, dass die Settings da extra sind und nicht ein Settings für beides. Aber im Moment ist es so, behaltet es im Hinterkopf und das war es auch schon mit den Sound-Settings. Kommen wir zu den Settings außerhalb von Tarkov und dann schauen wir uns als erstes mal die Nvidia-Settings an. Hierzu Rechtsklick auf den Desktop, Nvidia-Systemsteuerung. Da schauen wir uns mal die Grafikoptionen an oder die 3D-Einstellungen. Wichtig ist hier, fortgeschrittene 3D-Einstellungen verwenden, das muss ausgewählt sein. Dann könnt ihr hier unter 3D-Einstellungen, die globalen Einstellungen habe ich gelassen und ich habe dann immer für jede Echse einzeln hier Escape from Tarkov-Echse und die Arena-Echse müsst ihr hier hinzufügen und dann könnt ihr das einstellen. Und dann schauen wir mal kurz durch, was ich hier geändert habe. Als erstes, ich habe meine Frames, maximale Bildfrequenz auf 200 limitiert. Einfach, ich habe 165 Hertz bei meinem Monitor. Mehr als 200 brauche ich nicht, dass die Grafikkarte da nicht komplett durchrödelt. Und dann habe ich den Modus für geringe Latenz auf Ultra. Und ansonsten habe ich hier die Texturfilterung auf Qualität auf hohe Leistung. Und ich habe für mich selber noch vertikale Synchronisation auf schnell eingestellt. Das ist einfach dafür, dass das Bild nicht zerreißt, insbesondere beim Streamen. Also diese, ja, diese Querstreifen, die vielleicht da hin und wieder mal auffallen. Das habe ich auf schnell. Das macht so gut wie keinen Input-Lag, ist auch unten eine kleine Beschreibung. Und ja, macht halt insbesondere für Streamen eine bessere Bildqualität. Ihr für euch selber braucht es möglicherweise nicht, könnt ihr auslassen. Was ihr machen könnt, ist, wenn ihr mit G-Sync spielt, dann stellt ihr das so ein, dass G-Sync aktiviert ist. Und dann solltet ihr eure Frames limitieren in etwa, ja, ich habe 165 Hertz, in etwa bei 161, also ein bisschen unter der Bildwiederholfrequenz und auch vertikale Synchronisation auf schnell anmachen. Ich würde mit G-Sync spielen, aber bei mir führt es zu Problemen zusammen mit meiner Capture Card, dass es ja, Stuttern anfängt und sonst was, deswegen spiele ich ohne G-Sync. Ich würde es aber machen, weil sich Tarkov da sehr anbietet. Also, wenn ihr mit G-Sync spielen wollt, dann die Frames cappen und vertikale Synchronisation auf schnell einstellen. Es gibt natürlich auch gleiche Settings bei AMD, aber da habe ich leider gerade den Treiber nicht verfügbar. In meinem Settings-Command findet ihr Screenshots von vor über einem Jahr für meine AMD-Settings, wenn ihr euch da mal anschauen wollt, wie ich das eingestellt hatte. Ansonsten haben wir noch die Farbeinstellungen hier bei Nvidia und da habe ich die Helligkeit auf 70%, Kontrast auf 60%, Gamma auf 1,05. Und ja, so spiele ich digitale Farbanpassungen, ne? Digital Vibrance auf 75%. Und das sind meine Farbsettings und meine Bildschirmsettings findet ihr auch in meinem Settings-Command. Die habe ich euch auch mal abfotografiert, wenn euch die interessieren. Und ansonsten haben wir hier natürlich, ja, wenn ihr mit G-Sync spielen wollt, dann macht ihr hier G-Sync an und so weiter. Und das war es auch eigentlich schon mit den Nvidia-Settings. Ein Programm, das ich nutze und das immer im Hintergrund läuft, um Tarkov den richtigen Kernen zuzuweisen, ist Process Lasso. Das Programm ist umsonst. Link unten in der Description. Und dazu muss Tarkov offen sein. Und dann geht er hier auf aktive Prozesse. Und da könnt ihr einstellen, welche Kerne Tarkov nutzen soll. Wir hatten ja vorhin hier Only Use Physical Cores. Und diese Option funktioniert nicht so ganz bei Tarkov. Und da kann man das hier einstellen. Als erstes Mal kann man die CPU-Priorität auf hoch setzen. Hierbei immer. Und dann CPU-Zugehörigkeit. Immer CPU-Zugehörigkeit auswählen und dann je nach CPU müsst ihr dann die richtigen Kerne auswählen. Bei mir ist es ein bisschen, ist es halt so, die ersten 8 Kerne haben den V-Cache beim 7900X3D und die hinteren 8 Kerne nicht. Und immer die geraden Zahlen sind die echten Kerne und die ungeraden Zahlen sind die Kerne von SMT oder von Hyperthreading bei Intel. Das heißt, ihr nehmt immer die geraden Zahlen. Und CPU 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, das sind bei mir die ersten 8 Kerne. Und die ohne SMT und die kriegt Tarkov zugewiesen. Und ich habe es noch so gemacht, jedes andere Programm, das läuft,
habe ich dann auf die anderen Kerne hier geworfen. Je nach CPU könnt ihr das natürlich machen. Wenn ihr einen 16-Kerner habt, ist zu empfehlen. Ansonsten, wenn ihr bloß einen 8-Kerner habt, dann ist es auch vollkommen egal. Dann nehmt ihr hier die 8 Kerne für Tarkov und Prozesspriorität high und es läuft auch wunderbar. Und das ist auch schon alles, was ihr bei Process Lasso einstellen müsst. Ihr müsst es natürlich für die Escape from Tarkov-Echse machen und für die Arena-Echse. Einfach immer das Spiel im Hintergrund starten. Dann könnt ihr das hier einstellen. Und dann funktioniert es auch mit Only Use Physical Cores und bringt einiges an FPS in Arena und in Tarkov. Zwei wichtige BIOS-Settings gibt es noch, die ihr für euch selber überprüfen solltet, ob die auch wirklich aktiviert sind. Das ist erstmal das XMP-Profil bzw. das Expo-Profil bei AMD. Und das stellt sicher, dass euer RAM auf der richtigen Geschwindigkeit läuft und nicht auf der Default-Geschwindigkeit, was viel, viel langsamer ist, was sehr viel Leistung insbesondere bei Tarkov kostet. Also stellt sicher, dass euer XMP- oder Expo-Profil aktiviert ist. Und wenn ihr wissen wollt, wie das geht, dann googelt am besten euer Mainboard und XMP oder Expo-Profil, je nachdem, ob ihr Intel oder AMD habt und überprüft, ob das eingestellt ist. Aber die meisten von euch werden wahrscheinlich wissen, von was ich hier rede. Und dann das zweite Setting, wenn ihr im BIOS seid, ist Resizable Bar. Das ist ein Setting, dass der Grafikkartenspeicher und der normale Speicher ineinander greifen. Letzten Endes ist es eine Einstellung, die mehr Performance für die Grafikkarte bedeutet und es sollte auf jeden Fall aktiviert sein und ja, da auch dasselbe Spielchen. Einfach googeln euer Mainboard und wie ihr Resizable Bar da aktiviert und ja, da solltet ihr auch sicher gehen, dass das wirklich an ist und ist öfters mal der Fall, dass es vielleicht bei dem einen oder anderen nicht an ist. Also überprüft es sicherheitshalber mal, wenn ihr euch da nicht sicher seid und das sind die zwei BIOS-Settings, die auf jeden Fall wichtig sind. Im Windows selber könnt ihr noch zwei Einstellungen überprüfen, und zwar den Spielemodus und die Grafikeinstellungen. Und dazu geht man unter Windows 11 einfach mal hier in Suchen, Start, Spielemodus aktivieren. Und da ist es auch schon. Und der sollte ein sein, einfach, dass der PC im Hintergrund keine Updates lädt oder sonst was auf jeden Fall einschalten. Und dann kommt man hier unter die Grafikoptionen, kann man auch einfach nach Grafik suchen. Da sollten beide Exe-Dateien, Escape from Tarkov-Exe und Arena-Exe, auf hohe Leistung stehen. Das ist wichtig. Wenn nicht, könnt ihr die hier oben hinzufügen. Und dass er die auch beide findet. Und die Exe-Dateien selber, da könnt ihr auch noch was machen. Und zwar hier, ihr geht ins EFT-Verzeichnis, Rechtsklick auf die Tarkov-Exe, Escape from Tarkov-Exe, Kompatibilität und dann Vollbildoptimierungen deaktivieren. Das ist wichtig, kann Probleme verhindern und bringt ein bisschen Performance. Das Ganze macht ihr natürlich auch hier in der Arena-Exe. Eigenschaften, Kompatibilität, Vollbildoptimierungen aktivieren. Und das sind so die Optionen, die man im Windows noch einstellen sollte. Und ansonsten gibt es da eigentlich nicht viel zu beachten. Das war die Zusammenfassung meiner Settings für den Patch 0.14 und Arena. Wie gesagt, übernehmt sie nicht einfach stumpf. Macht euch selber ein bisschen Gedanken, insbesondere bei den Binds, was ihr davon übernehmen solltet. Und ja, ich hoffe, ihr könnt da ein bisschen was mitnehmen, dass euer Spiel besser läuft. Und ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outside. Da würde mich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Und wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis denn.